Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ach, das grunzt und Hund hier im Hintergrund. Da ist ein Villager, da ist ein Zombie. Ja, Leute, ihr nervt mich im Hintergrund. Die Geräusche nerven mich. Was? Schon getötet? Das ging ja schnell. Hat ja aber nicht lange gedauert. Aha. Okay, hübsche Zelle. Hast du da den Wille? Auch töten oder was? Will ich nicht töten. Okay, das Gitter kann ich scheinbar nicht. Das Inventar ist voll. Können wir jetzt hier vielleicht irgendwie eine Kiste legen? Wir haben sogar eine Kiste mit, oder? Wir haben Werkbankkiste. Packen wir das mal hier hin, in die Truhe, bevor wir runtergehen. Das wollen wir nicht alles mit runternehmen. Wenn wir mal sterben, ja, dann kommen wir eh. Nein, dann kommen wir hier raus, aber gut, können wir trotzdem mal hier ein bisschen Zeug verstauen. Das sind die Dinger, die ich eigentlich mitnehmen kann. So. Handeln. Smart tauschen gegen verrottetes Rindfleisch. Du willst mich doch verarschen. Ein Goldbarren. Okay, Smart gegen Goldbarren. Das klingt doch fair. Ich weiß nicht, was man sonst mit dem Smart tun könnte. Nimmst du den? Oder musst du den erst in die Hand packen? Das Bett mal hier hoch. Ich habe hier was für dich. Smaragd. Ach, benötigt Handelsgüter. Okay. Kriegt den Smaragd für Goldbarren. Aha, und 36. Nee, komm, lass mal. Schlechter Deal. Okay. Das war jetzt ein bisschen hart. Ich dachte nicht, dass der sofort stirbt. Ich wollte ihn nur ein bisschen hauen, aber gut. Jetzt haben wir gleich ein Opfer gelassen. Oh, Eisen. Eisen. Das können wir gebrauchen, weil meine Eisenspitzhacke auch bald zu Ende geht. Kann nicht schaden, wenn wir uns da was Neues holen. Jau, hier gibt's Eisen. Gehen wir jetzt hier unter die Erde. So schaut's aus. Hoffentlich nicht zu tief, aber ein bisschen tief können wir schon reingehen. Erde. Autsch. So, hier ist Sackgasse. Das sind hier einfache Zaunpfeiler, die brauchen wir nicht abbauen. Das ist nichts wert. Brauchen wir uns nicht den Kopf über den Kopf wegziehen. Oh, hier sind auch Zombies. Ich höre Zombie. Ist hier noch irgendwas Wertvolles drüber? Das Netz hier, vielleicht das Spinnennetz. Ansonsten ja nicht so. Okay, was mache ich hier gerade? Hier ist eine Sackgasse. Das bringt nichts. Vorsichtig. Okay. Hier ist keiner. Da geradeaus müssen die Zombies sein. Links, rechts. Ich
versuch's mal links. Oh, ist ein weiterer Gang. Sie ist es schon erleuchtet. Oha. Alles klar. Hier geht's weitere Gänge entlang. Machen wir mal wieder dunkel, damit wir sehen, wo wir herkommen. Damit wir den Weg wieder zurückfinden. Machen wir mal die Gänge dunkel, wo es nicht lang geht. Ich nehme auch mit Fackel. Ich höre Zombies. Das ist nicht gut. Okay, hier kamen wir her. Machen wir hier eine Fackel hin. So, oh, hier geht's runter. Hallo, jemand zu Hause? Jemand da? Und wieder um die Ecke. Wir verirren uns hier noch. Wir werden uns fürchterlich verirren. Das sage ich euch doch schon. Hier sind wieder Rohschätze, Rohstoffe. Zum Glück markiere ich das mit ein paar Fackeln. Viele Fackeln habe ich nicht mehr übrig. Das ist blöd. Vielleicht können wir aus dem Holz welches machen. Bauen wir ein bisschen was von den Trägern ab und dann können wir daraus was gewinnen. Aber hier schon eine Sackgasse. Okay. Brauchen wir die Fackeln vielleicht nicht mehr so dringend. Wir könnten uns jetzt da noch weiter runterbauen, aber da habe ich jetzt nicht so unbedingt das Bedürfnis danach. Hier geht es noch weiter, da könnte man noch ein bisschen entlang. Holz wäre mal nicht schlecht, können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Das sind zwar nur Zauntore, aber das da drüber können wir noch mitnehmen. Ich baue es natürlich mit der Spitzhacke ab, das ist jetzt völliger Schwachsinn. Und das Abbauen ist echt auch völliger Schwachsinn, weil können wir eh keine Sticks draus machen. Ist ja schon verarbeitetes Holz. Und was ist mit dem Spinnnetz? Können wir das abmachen? Kriegen wir das ab? Eisenschwert. So, hier geht's lang. Hier gibt's noch ein bisschen Eisen, Puppeisen. Oha! Das war eine Falle. Begraben unter dem. Oh, ha, Creeper! Vorsichtig. Ganz sacht, ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Karotte. Das Steak hat es jetzt mehr gebracht, aber. Creeper um den Deck. Bleibst du da stehen? Bleibst du da bloß stehen? Wehe, du springst dir alles in die Luft. Wehe. Ganz braver Creeper. Ganz braver Creeper. Ha. Dich töte ich. Nicht explodieren. Puh. Er ist draufgegangen. Der hat doch hier bestimmt noch Freunde. Oder? Hat er keine Freunde mehr hier? Eisen, Popeisen. Und Kohle. Ja, hier gibt's Schätze. Sofern man Eisen als Schatz ansieht. Immerhin etwas. Mehr als ich mir von dieser Höhle erhofft habe. Eine geheime Höhle unter dem Iglu. Ich erinnere nochmal an den letzten Part. Im letzten Part haben wir dieses kleine Iglu entdeckt, was einfach so in der Landschaft wild herumstand. Und haben uns nichts ahnend in ein verstecktes Loch unter einem Teppich begeben.
und sind weit, weit runter in ein Verlies gekommen und haben dieses versteckte Ding hier gefunden, diese versteckte Mine unter dem Iglu, unter dem Verlies, ganz, ganz, ganz tief unter der Erde. Also wir sind schon einige Levels weiter unter der Erde. Das ist jetzt hier schon Eisenlevel, das ist jetzt hier schon ordentliches Bergbaulevel, das ist gar nicht übel. Ich weiß nicht, ob wir schon auf Lava-Level sind. Müssten wir vielleicht vorsichtig sein, was das Abbauen angeht. Oha. Wir werden uns so fürchterlich verirren. Sind die Fackeln von mir? War ich da schon mal? Ich versuche alles mit Fackeln auszukleiden, wo ich schon war, damit ich nochmal weiß, wie ich wieder zurückkomme. Aber hier hängen ja auch vom Spiel, also spielintern, ein paar Fackeln rum. Also, ja, man weiß nicht, ob es das auch bringt. Ob wir je wieder zurückfinden werden. Meine letzte Fackel. Ich muss neue Fackeln bauen. Kriege ich das hin? Hier habe ich ein bisschen Holz. Kohle habe ich auch. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das gebaut? Ja, ein paar Sticks haben wir. Kohlefackel. Ja, für ein paar Fackeln reicht's. 16. Ist nicht viel. Nicht besonders viel, aber fürs Erste. Noch mehr Eisen, noch mehr Kohle. Das ist ja wundervoll. Wunderbar, Ski. Würden wir dann auch noch zurückfinden zu der Truhe, die wir oben aufgestellt haben. Und hier nicht in der Lava verkommen und nicht von Monstern gesprengt werden. Dann haben wir ja hier wundervolle Schätze. Ja, muss jetzt nicht alle Kohle einsammeln. Aber so ein bisschen können wir hier schon abgraben. Kohle ist auch nicht schlecht. Kann man mal mitnehmen, kann man mal machen. Ist nicht grundsätzlich verkehrt. Die Schienen, eigentlich auch was man haben kann. Für das Dorf eigentlich nicht verkehrt, können wir auch mal mitnehmen. Eine Eisenbahnstrecke zu bauen ist kein verkehrtes Ziel. Gehen hier immer tiefer, immer weiter lang. Immer tiefer, immer weiter voran. Ja, das bringt es auch. Also, ich kann es auch mit der Hand abbaggern. Dass wir mal ein bisschen Schienen mitnehmen. Vorsichtig hier noch ein bisschen ausleuchten. Damit wir sehen, was auf uns zukommt. So. Die Schiene nehme ich mal sowas von mit. Oha, das geht noch weit hinein. Weit, 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 weit tief hinein. In die Dunkelheit. Was haben wir denn hier eigentlich schon? Oh. Nein, die wollte ich nicht loswerden. 31 Schienen haben wir schon. Ja, können wir ein bisschen sammeln. Schade tut's nicht. Kann man hier brauchen. Oha, links geradeaus. Ich laufe hier geradeaus. Oha, hier eine Weggabelung. Nach rechts, nach links, nach geradeaus. Geradeaus erstmal. Oh je. Wohin haben wir uns hier nur verirrt? Ich dachte, das wäre eine kleine Höhle, so ein klitzekleines, kleine Abstecher hier ins, und dann schnell wieder hoch. Das geht nicht, weil ich dachte, das ist nur ein kleines, kurz mal reingucken, kurz mal ein bisschen Kohle sammeln, ein, zwei Stück Eisen und dann wieder hoch. Das hatte ich
Das habe ich wahnsinnig unterschätzt. Das ist also, das, ich dachte nicht, dass wir hier so weit in die Ewigkeit, in die ewigen Gründe hier des Eisenabbaus vordringen. Okay, hier ist Gott sei Dank eine Sackgasse. Da können wir umdrehen. Aber rechts und links geht's weiter. Links. Auch eine Sackgasse. Auch eine Sackgasse. Da ist ein bisschen Eisen. Nein, das habe ich nicht übersehen. Ich lasse es einfach stehen. Ich nehme nicht alles mit. Ich muss nicht alles mitnehmen. Zwölf, du hast da ein bisschen Eisen übersehen. Ich habe das mit Absicht da gelassen. Gold. Na, hervorragend. Ach, nur eins. Das finde ich ja toll. Eisen. Finden wir hier noch glatte Diamanten. Und da habe ich keine Spitzhacke mehr. Das wär's. Da müssen wir uns halt einen Ofen kraften. Das schaut nach einer Sackgasse aus. Jung. Ich will mich hier wirklich nicht runtergraben, nein. Das will ich wirklich nicht, nein. Das fange ich gar nicht erst an. Wenn ich mich jetzt hier noch in der Höhle, dass wir da mal größere Schätze finden. Wir haben hier schon Gold gefunden. Aber nee, ich wollte auf Wanderung gehen. Ich wollte jetzt hier wirklich nicht unter der Erde ewige Abenteuer leben. Rechnen wir hier einen kurzen Part lang. Ja, wird schon ein bisschen längerer Part sein, aber vielleicht nur einen Part hier in der Höhle verbringen und schnell wieder rausfinden. Ich bin echt kein Freund von ewig langen Höhlen aufhalten. Da können wir uns hier mal schnell wieder rausbegeben aus der Höhle. So, hier ist auch schon der Weg zurück. Kann ich eine Abkürzung machen? Abkürzungen, die führen nur in die Irre. Ich weiß, auch hier sind Fackeln von mir. Das heißt, wir sind richtig. Hoffe ich doch. Sieht nach mir aus. Hier noch ein paar Schienen mitnehmen. Das kann nicht schaden. War das eine Hexe? Das hat sich wie eine Hexe angehört. Dann mal schnell weg hier. Das hat doch gerade Muhaha gemacht. Bitte lass hier unten keine Hexe sein. Das wäre brutal scheiße. Okay. Sackgasse. Warum zum Henker habe ich in der Sackgasse Fackeln drin gelassen? Käfer. Das ist sowas von der. Ja, das ist eine Hexe. Hexe, Hexe, Hexe. Nein. Ich gehe hier nur weiter runter. Kacke, 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 kacke. Zombie. Hexe, ich habe mich verlaufen. Verdammt. Hier sind die Fackeln. Hier geht's doch lang. Hier war ich noch nicht. Hier geht's, nein, nicht hoch. Weg von Hexe. Scheiß auf die ganzen Schienen. Muss jetzt nicht so dringend sein. Ich will das nur überleben. Lass mal die Fackeln hier. Sind sie so wichtig auch nicht. Hier endet das. Hier endet der Pfad. Geht es da wieder hoch oder wo oder was oder wie oder wann oder habe ich jetzt meine Spur verloren oder was? Hilfe. Ich will wieder hoch.
Wo ist der Ausgang? Hochbauen werden wir uns jetzt auf keinen Fall. Wo geht's wieder? Hier wieder hoch. Da sind Fackeln. Ich habe mich verlaufen. Verdammt. Ich laufe, glaube ich, wieder zurück. Ich habe mich verlaufen. Es geht noch weiter runter. Zombie. Hätte ich mal den Villager nicht getötet. Dann hätte ich zumindest das Geräusch des Villagers gehört, wenn ich wieder zurückgegangen wäre. Das fühlt sich wie die richtige Richtung an. Richtung Ausgang. Na kommt, Leute. Ausgang. Ausgang. Zwinge hat Angst. Zwinge wieder raus. Und will seine Schätze behalten. Panik. Ich will hier weg. Ich will hier raus. Ja! Scheiß Küper. Bleibst du da hinten, bleibst du da hinten. Weg mit dir. Autsch. Huha. Unter der Erde hier lauter Monster, Hexen, Creeper, Zombies. Ich will hier raus. Hier geht's nur weiter runter. Ah, verdammt. Heilige Scheiße. Der hat mich aber überrascht. Das ist eine Hexe. Das ist eine Hexe. Ah, nein. Wir kommen nicht weiter hier. Wir laufen im Kreis. Wir laufen im Kreis. Hier waren wir schon zweimal. Wir laufen im Kreis. Ich bin wohl schon vorher mal im Kreis gelaufen. Ich hab die Fackeln im Kreissystem markiert. Ich habe da nicht darauf geachtet, dass ich vielleicht im Kreis laufe und auf dem Hinweg schon Kreise markiere. Das ist doch nicht, nein, da geht es auf keinen Fall runter. Im Dunkeln brauchen wir ja auch nicht zu suchen. Hier waren wir auch schon fünfmal. Ich erinnere mich doch. Scheiße, ist das ein Enderman. Das ist einer. Verdammt. Sollte man den angreifen? Sollte man bestimmt nicht. Nicht angucken. Gestorben. Ich bin ja auch blöd, oder? Einfach mal einen Enderman angreifen. Ich hatte die Hoffnung, eine Enderperle zu bekommen. Aber gut. Wer greift doch in der Höhle einfach einen Enderman an? Gut, da sind wir halt oben wieder im Iglu. Scheiß drauf. Das war ein bisschen. Ja, ein Stück Gold hatten wir. Das war Eisen. Jetzt habe ich halt die Schwerter unten verloren. Das war ein bisschen Eisen, was wir dort gelassen haben. Jetzt nehmen wir das Zeug aus der Kiste wieder mit, was wir hier unten gelassen haben. Tja. Müssen wir uns ein neues Schwert machen. Kriegen wir auch schon hin. Haben wir den wertlosen Krams jetzt hier oben gelassen. Naja. Ein paar Schätze von dem, was hier rumstand. Ach, das verrottetes Fleisch kannst du hier lassen. Ja, mal ein bisschen sortieren. Pff, ja. Ein Bruchstein. Das Eisen hätte ich auch gerne mitgenommen, aber ja gut. Ich musste mich ja mit dem Ender mehr in den anderen legen. Das ist ja mein Blödsinn. Gibt es sonst kein zweites Mal auf der Welt. Ich und mein Blödsinn. Ist noch Tag, können wir nicht schlafen. Kannst nur nachts schlafen. Ja, ich würde dann mal
das so planen, dass wir hier noch in der Nacht in dem Iglu übernachten. Und dann nehmen wir uns das Bett mit, nehmen uns den Ofen mit, nehmen uns die Werkbank mit. Da haben wir schon ein bisschen was. Die Schienen haben wir auch unten gelassen. Ah, schade, aber gut. Brechen wir dann gleich am nächsten Tag wieder auf und dann haben wir uns heute mal ein bisschen die mysteriöse Höhle unter dem Eisberg, unter dem Iglu angeschaut. Und dann geht's mal hier im nächsten Part weiter durchs Schneebiom. Schauen wir mal, was wir noch so für spannende Orte finden. Hier mal ein bisschen schließen. Ja, was soll's. Spaß mit den Endermans gehabt. Eigentlich was fürs Thumbnail. So sieht's aus. Schlafen, das ist ja auch eine bescheuerte Sache. Als ob man einfach nur am Tag schläft, das ist ja nur in der Nacht schläft. Ich meine, wenn man müde ist, dann legt man sich hin, weil das kann man auch mal ein bisschen ruhen, als ob man sich nur ein, das ist ja unrealistisch. Oh, ja, jetzt haben wir den Ofen verloren oder was? Den hätte man mit der Spitzhacke abbauen müssen, aber wir haben ja keine Spitzhacke. Immer noch nicht nachts. Ja, ich sag trotzdem schon mal, dumm mich nach oben, wird euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Oder habe ich meine Beine unten runter? Ja, eine Werkbank haben wir hier, ein Bett haben wir auch. Zum Mitnehmen und ein bisschen Krimskrams. Man sieht sich im nächsten Part wieder mit einem neuen Abenteuer aus der Wildnis von Minecraft. Ja, haut da rein. Man sieht sich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.